Wie fing das an? Wie hat man überhaupt dieses Ritual, das man eher jahrelang ja, als lästige Pflicht angesehen hatte? Wie hat man das plötzlich als in der politischen Brisanz für die Opposition erkannt? Na, das war natürlich eine gewisse Entwicklung. Und Ende 88, Anfang 89 entwickelten wir im Friedenskreis die Idee dieser Wahlbeobachtung, weil wir wollten unbedingt etwas Praktisches tun. Also dieses immer, man sitzt und redet und führt irgendwelche Veranstaltungen durch, druckt irgendwas. Und wir haben die Stimmung, also ich erinnere mich an die Stimmung so, dass einerseits eine Resignation vorhanden war und andererseits aber auch eine gewisse Form von Aufbruch. Also es ist ja so viel passiert, die Ausreisewelle, die Abstimmung mit den Füßen, Gorbatschow, die Ablehnung der DDR-Führung von Veränderungen. Und wir haben gedacht, so diese Wahlen, das war ja immer ein Thema in der DDR. Und Wahlbetrug war immer in aller Munde, jeder wusste es im Prinzip. Und wir haben gedacht irgendwie, da könnte man in der Bevölkerung vielleicht, oder könnte man viele Menschen finden, die vielleicht mit uns dieses umsetzen würden, diesen Wahlbetrug nachzuweisen. Und letztendlich haben wir das ja auch dann geschafft. Wir haben gedacht. Was haben Sie denn dann gemacht als erstes? Genau. Was war sozusagen die Keimzelle? Vielleicht auch haben Sie Stefan Müller dann irgendwann getroffen oder andere? Wir sind uns ja jeden Tag alle über den Weg gelaufen. Stefan war zum Beispiel im Brüderhaus dort, kirchlich-diakonischer Lehrgang. Da waren ja ganz viele auch von denen, die heute hier sitzen, auch früher im Friedenskreis mitgearbeitet haben. Und ich habe in der Stefaner Stiftung gearbeitet in der Baracke und wir haben uns ja regelmäßig getroffen. Und haben dann solche Dinge besprochen und haben dann überlegt, wie könnte das gehen. Und dazu haben wir als erstes das Wahlgesetz studiert und konnten ja daraus ablesen, also welche Möglichkeiten haben wir. Wir haben versucht, einfach erstmal ganz legal vorzugehen. Wir haben das Wahlgesetz studiert, da stand drin, Wahlbetrug ist strafbar. Das mochten wir natürlich sehr, obwohl ich es im Nachhinein immer noch sehr absurd fand, dass das überhaupt dort drin stand. Also diese Möglichkeit sozusagen einkalkuliert war irgendwo. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht, wie können wir viele Leute gewinnen? Und dazu haben wir dann eben zu dieser Veranstaltungsreihe im Heinrich-Gruber-Zentrum, wo Mario Schatter, der Gründer des Friedenskreises, Sozialdiakon war, aufgerufen. Und in diesen Veranstaltungen waren das 2 oder 3, haben wir sozusagen das von ganz unten aufgebaut, bis hin zum Wahltag dann. Aber reicht vielleicht erstmal. Herr Müller, wie war das denn bei Ihnen? Wie haben Sie dazu gefunden? Man muss sich das vorstellen, dass wir uns automatisch über den Weg laufen mussten. Wir hatten die Schnauze gestrichen voll von dem System damals, das muss man einfach sagen. Es war so marode und wenn man so eine Entwicklung genommen hat, wie also eigentlich jeder Bürger in der DDR, die eine Ausbildung gemacht haben, die durch die Schule gegangen ist, also jeder, der durch diese Schule gegangen ist, der musste irgendwann entweder sich dafür entscheiden, mitzumachen, zur Mehrheit zu gehören, in Ruhe gelassen zu werden. Und wenn du keine Chance hattest, ich komme aus dem Pfarrhaus, dann warst du automatisch in der Opposition. Und in der Opposition, das bedeutete für mich auch 2 Jahre beispielsweise in Bitterfeld zur Lehre zu gehen. Also man ist automatisch in der Opposition gelandet. Und in der Opposition ist man sich auch automatisch immer wieder über den Weg gelaufen. Denn die Freiräume, die da waren, die haben einfach magisch angezogen, ob das jetzt in der Kirche Freiräume waren, ob das im Theater Freiräume waren oder in irgendwelchen oppositionellen Gruppen. Man ist sich dann immer wieder über den Weg gelaufen und deswegen kennen wir uns hier alle irgendwie von früher. Ja. Aber wie haben sich denn Sie und Ihre Freunde aus der Opposition denn so bei früheren Wahlen in der DDR verhalten? Wie hat man das denn gemacht? Es gab ja eine Wahlpflicht mehr oder weniger. Ja, und wir, also ich kann nur für mich reden, meine Eltern sind nicht zur Wahl gegangen und ich habe diese Tradition fortgesetzt. Ich bin auch nie bei einer Wahl gewesen in der DDR, bis am 7. Mai an so einer Auszählung ich teilnehmen durfte. Und die konnten das unbehelligt machen? Natürlich nicht. Meine Eltern haben auf dem Dorf gewohnt, in Sachsen-Anhalt. Dann kam schon 16 Uhr der Bürgermeister und klopfte an die Gartenpforte. Mein Vater öffnete und dann wurde diskutiert, Ihre Frau, Herr Müller, ist so eine progressive, progressiv, das Wort hat er nicht gesagt, eine fortschrittliche Frau. Wollen Sie nicht zur Wahl gehen? Und haben ihn versucht zu bearbeiten, selbst einen evangelischen Pastor. Ja? Also die haben da versucht zu diskutieren. Mein Vater, weil er so für den Frieden und auch in der Gesellschaft für den Frieden und wäre eher bereit gewesen, aber meine Mutter hat das Zucken gemerkt und hat gesagt, nein, du bleibst hier, mein Freund. Den Quatsch machst du nicht mit. Und ein bisschen von diesem Gehen ist bei mir
transportiert worden von diesem Gen meiner Mutter. Diesen Quatsch machst du nicht mit. Ich kenne kein Wahlbüro in der DDR bis auf den 7. Mai 1 in Weißensee. Also bei mir ist es anders. Ich komme ja nicht aus dem oppositionellen oder Pfarrersumfeld. Meine Mutter war Lehrerin. Ich musste immer sehr angepasst sein als Kind, als Jugendliche. Bin dann aber in den inneren Widerstand gegangen, schon in der Schule, durfte auch nicht studieren. Habe dann beim FDGB-Fährendienst gearbeitet und dort habe ich dann auch den ersten Aufstand geprobt 1984, in dem ich mit meinem damaligen Freund auch nicht zur Wahl gegangen bin. Und ab da ging es dann auch bergab. Also wir wurden dann auch ziemlich schikaniert und hatten Nachteile. Habe ich dann auch einen anderen Berufsweg, bin dann zur Kirche gegangen, habe dort gearbeitet und habe dann auch natürlich nie ein Wahlbüro von innen gesehen, außer am 7. Nicht am 7. war ich ja nicht dabei, aber zur Auszählung. Schikaniert, 84, können Sie sich noch daran erinnern? Sind Sie da nicht zur Wahl gegangen? Kam da auch irgendjemand noch nachmittags? Da, genau, wir haben so einen Terrassencafé bewirtschaftet im Binz an der Strandpromenade. Und so wie das ja üblich war, ab nachmittags wurden ja dann diese Schlepperkommandos oder was weiß ich abkommandiert, haben versucht, Leute zu zwingen, zur Wahl zu gehen. Es waren Wahlhelfer. Ja, Entschuldigung. Ich wollte nicht unhöflich sein, falls hier jemand... Und dann kamen die zu uns, also war der oberste Heimleiter, also ganz großes Kino irgendwie und zwei mir bis dahin unbekannte Männer. Vermutlich war Stadtsicherheit, darüber habe ich mir zu dem Zeitpunkt aber überhaupt gar keine Gedanken gemacht, weil es hat mich gar nicht interessiert. Und die kamen dann und dann mit Sprüchen so wie, ja, also hieß ich ja noch anders, egal, Frau so und so, wissen Sie ja nicht, was Ihr sozialistisches Vaterland alles für Sie tut und Sie wollen nicht mal zur Wahl gehen und wollten, und nun gehen wir doch mal. Also wir sind nicht gegangen. Schikane ist zu viel gesagt, aber im damaligen Kontext, also es gab ja immer so Kontrollen, einfach Inventuren und Hygienekontrollen, die kamen dann irgendwie alle paar Tage an und offenbar hat das keinen guten Eindruck hinterlassen. Das war so meine erste Dings. Und seitdem, natürlich, bin dann später auch nie zur Wahl gegangen. War ja auch nicht mehr so lange hin. Frau Dr. Schröter, können Sie uns ein bisschen helfen? Können Sie mal mir erklären und dem Publikum, warum hat die DDR so einen wahnsinnig großen Wert darauf gelegt, die Wahlen so durchzuführen und möglichst mit so einem Ergebnis 99,85% Zustimmung für die Politik des Volkes durch die SED und die Nationale Front? Naja, die Wahlen hatten halt ganz unterschiedliche Funktionen. Also die hatten auch erstmal eine Mobilisierungsfunktion im Sinne, dass man jetzt also auch im Vorfeld hat man ja unheimlich viele Leute eingespannt, nicht nur SED-Mitglieder, sondern auch versucht in den Betrieben so ein bisschen für unsere, aus Anlass unserer Wahl wollen wir die Produktion nochmal steigern und auch dass man im Kollektiv wählen geht, war auch so ein Thema, entweder im Betriebskollektiv oder die Hausgemeinschaft sollte gemeinsam wählen gehen. Also das hatte auch nicht nur dieses Zustimmungsritual selber, indem man diesen Zettel faltet, sondern schon vorher, alle gehen zur Wahl und alle sind begeistert, da jetzt zuzustimmen. Das war ein soziales Gemeinschaftserlebnis? Das sollte es sein. Ich will nicht sagen, dass es das war, sondern da war ja für viele auch das Gefühl von Zwang dahinter. Aber das war die Idee dahinter, das auch als gesellschaftliches Gemeinschaftserlebnis zu inszenieren und andererseits natürlich zu legitimieren. Also das hatte eine Legitimierungsfunktion nach außen, aber eben auch nach innen, also auch innerstaatlich. Und diese Übereinstimmung, also 99% sind halt, waren so das Signal dafür, dass die Politik und die Bevölkerung sind im Einklang miteinander und wir machen alles richtig sozusagen. Weil ich das so, glaube ich, wichtig finde, wenn wir gleich über die Wahlfälschung später sprechen, können Sie das noch mal ein bisschen vertiefen? Sie haben gerade gesagt, das war für die Legitimation wichtig. Warum? Warum? Was war da? Was war das? War das ein ständig schlechtes Gewissen, dass man eigentlich in Wahrheit eine Macht besaß, die nicht legitimiert war? Naja, ob das so ein ständig schlechtes Gewissen ist, das kann man, halt leider nicht in die Köpfe der Leute von damals gucken. Es ist, glaube ich, was man nicht vergessen darf, ist, dass da ja 40 Jahre Praxis dahinter stecken und sich das auch so über die Jahre hochgeschaukelt hat. Also diese Wahlfälschung selber ist ja was, das hat man jedes Mal wieder neu gemacht und man hat immer wieder gesagt, okay, diese 99% müssen erreicht werden, die Legitimation nach außen und innen. Da geht es ja auch darum, es gab ja diesen schönen Satz, es muss demokratisch aussehen und
das zu unterstützen oder zu untermauern, indem man also jetzt vorher schon zeigt, alle sind dabei, alle wollen wählen gehen, alle stimmen zu. Das hat schon einen wichtigen Effekt und hat auch für die SED-Mitglieder einen wichtigen Effekt gehabt, also auch so als Art Selbstvergewisserung, so gerade auf lokaler Ebene. Selbstvergewisserung, also man wollte so eine Art Selfie des Volkes haben, dass man geliebt wird vom Volk, anerkannt wird und gewählt wird vom Volk, ja, um weiter die Macht auszuüben in der DDR. Genau. Also, weil die Fallhöhe ist natürlich dann enorm, wenn dann festgestellt wird, das ist alles Kasperletheater, es wird gefälscht, obwohl die meisten DDR-Bürger doch dieses Zettelfalten mitgemacht haben. Also auch die Wahlfälschungen, die nachgewiesen werden konnten, bewegen sich ja in einem kleinen Bereich. Wir können ja schon davon ausgehen, glaube ich, dass 90% der DDR-Bürger, die zu den Wahlen gingen, auch mitgemacht haben, den Zettel nur einfach gefaltet haben, ne? Oder? Über all die Jahre? Ja, wobei man jetzt 89 auch, also das haben wir ja auch gerade in dem Film gesehen, also den Zettel einfach nur gefaltet haben sie ja nun auch nicht immer, sondern sie haben ja teilweise durchgestrichen und dann wurde es trotzdem als Ja-Stimme gewertet. Mhm. Aber wir wissen über 89, dass es so ungefähr, also man hat sich so auf 10% geeinigt, die halt mit Nein gestimmt haben, was Frau Zupke und Herr Müller unter anderem nachgewiesen haben. Naja, es gehörte eine gehörige Portion Mut dazu, in die Wahlkabine überhaupt zu gehen. Es ist oft so gewesen, dass sie wirklich lieblos in der Ecke stand. Oder wie haben Sie das in Erinnerung oder Ihre Eltern? Wahlkabine, wie viele Leute haben sowas benutzt früher? Vor dem 7. Mai 89. So weit wie ich weiß niemand. Es ist ein allgemeines Zettelfalten gewesen. Aber wie gesagt, ich habe eine Wahlkabine das erste und einzige Mal in meinem Leben in der DDR am 7. Mai 89 gesehen. Davor war ich nie. Ich weiß nicht, wie es da drin aussah. Ja. Das kenne ich nur von Fotos. Man muss ja auch sagen, also die Wahlkabine, wenn man die benutzte, das war ein Statement. Also da gingen wir ja nicht rein wie heute, genau. Sondern Statement und damit hat man gleich, hallo Stasi, hier schreibt mich auf. Oder also, genau. Das war ein politischer Akt, die wollen Wahlkabine zu benutzen. Wollen wir es mal vorspielen? Also normalerweise sieht das Wahlbüro doch so aus, hier ist der Tisch mit den Wahlhelfern, da wird, muss man den Ausweis vorzeigen, so wie heute auch, damit man nicht zweimal wählen geht. Dann bekam man den Zettel, ne? Hier, an der Stelle und die Urne stand dann meistens, wie weit weg, hier? Die Wahlurne? Ja, direkt daneben, unmittelbarer Nähe, man nahm den Zettel, faltete ihn zusammen und steckte ihn hier rein. Ja. Und wenn man aber die Kabine benutzte, dann stand die Kabine da hinten in der Ecke und man musste also wirklich, und dann guckten die schon alle, ne? Und dann musste man da auch noch dahinter verschwinden und dann stellte man fest, oh verdammt, hier ist gar kein Stift. Ja, aber der war abgebrochen. und dann machte das Geräusche, weil man ja 12 Namen oder 16 Namen durchstreichen musste. Das dauerte auch lange. Und dann kam man da zurück. Nee, da war doch noch Papier, das lag da noch. Und man konnte es kaum hören. Bei Ihnen lag Butterbrotpapier da, allen Ernstes. Also, das ist schon ein Ding gewesen, wenn man die Wahlkabine benutzt hat. Zurückgegangen ist und da saß jemand, der es notiert hat. Und das war nicht die Stasi, sondern es waren die treuen SED-Genossen oder was weiß ich, von der Bauernpartei oder sonst was, von den Blockparteien. Und irgendwie sprach einen dann später im Betrieb oder in der Schule oder an der Universität einen auch an, ne? Ja, ja. Und ich meine, dass die Wahlen waren Theater und die Wahlurne, die Wahlkabine war Kulisse, Staffage und die DDR-Bürger waren die Statisten, also die dahin gingen. Also um es in das Theaterbild zu bringen. Und Leute, die studiert haben, glaube ich, von denen hat keiner die Wahlkabine benutzt. Also es mag die Ausnahmen geben, aber das war entweder so oder so. Und vielleicht haben sie dann die längste Zeit studiert. Sicher nicht bei jedem, aber das Gros ist einfach so gewesen. Also man hat sich damit einfach geoutet. Und einfach nochmal das zu ergänzen, es ist keine Komödie gewesen, sondern es ist, wenn man bei dem Theaterbild bleibt, sondern es ist ein totalitärer Staat gewesen. Das muss man auch nochmal deutlich so sagen. Und denen war wichtig, 99,9% zu kriegen, weil ein Baustein, diese eine 0,1% fehlte denen dann. Und wenn ein Baustein aus dem totalitären Mauersystem rausgezogen wird, bricht dieses ganze System zusammen und zwar krachend, wie es dann später auch passiert ist. Also kein Spaß, sondern das war ein totalitäres System, was seinem Volk die Zustimmung abgenötigt hat. Mit Zwang, mit Gewalt,
mit Schikane, mit Schulverboten, mit Studienverboten, mit am Ende Gefängnis. Und wenn die geflohen sind, halt auch, haben die auch vom Mord nicht zurückgeschreckt. So, und diesen Stein aus der Mauer rauszuziehen, das war jetzt Ihre Absicht, als Sie sich da im Winter 88, 89 zusammengesetzt haben in Weißensee und anderswo. Und was waren dann die nächsten Schritte? Also Sie haben sich erstmal überhaupt informiert, haben Sie gesagt, denn kein Mensch wusste genau, wie das Wahlgesetz ist. Man hat sich bis dahin nicht so sehr dafür interessiert und es barg ja dann auch einige Überraschungen. Und man wollte ja auch im Vorfeld wissen, wo sind überhaupt die Wahlkreise und all diese Dinge. Genau. Und wie war das dann, die nächsten Schritte? Genau, wir können mal hier weitermachen. Das war der offizielle Aufruf zum 7. Mai 1989, das Wahlplakat zur Kommunalwahl. Gemeinsam unsere Stimme den Kandidaten der Nationalen Front. Klar, auf dem Stimmzettel gab es ja auch keine Alternativen und auch nichts zum Ankreuzen, nur die Kandidaten der Nationalen Front. Und hier haben wir dann ein Flugblatt, das dazu aufruft, gegen die Kandidaten zu stimmen. Das hat ein Ostberliner gemacht, der anonym geblieben ist bis heute. Aber dieses Flugblatt mit dem bemerkenswerten Text: Nichts ist schwerer und nichts erfordert mehr Charakter, als sich im offenen Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden, als laut zu sagen, nein. Ne? Das wurde hier im Prenzlauer Berg, Greifswalder Allee verteilt, weitergegeben. Oh, stopp. Und genau. Das ist jetzt der Aufruf im wunderbaren 89er Layout. Genau. Und da haben wir eben, ich weiß es nicht mehr, weiß das jemand von euch noch, haben wir 2 oder 3 Veranstaltungen gemacht. Ist das gedruckt oder ist das handgeschrieben? Das ist handgeschrieben und kopiert. Oder Ormig. Okay. Na, es sieht nach Ormig aus, blau, also 30 Exemplare pro Matrize, ja. Naja, jedenfalls haben wir das verteilt und wir sind ja auch nachts, wir sind auch durch Weißen, sie haben das in Briefkästen gesteckt, wir haben das überall fallen gelassen, wir haben es natürlich den Leuten aus den anderen oppositionellen Gruppen gegeben und in der Folge hatten wir diese zwei Veranstaltungen und das... Sag mal, das geht mir jetzt ein bisschen schnell, okay. Ihr habt das so nachts verteilt, hier überall und keiner hat euch kontrolliert, keiner hat euch erwischt. Ja, es gab ein paar vor, also mir selber ist es nicht passiert, aber es gab auch so ein paar jüngere Leute, also wir waren ja auch nicht alt, aber noch jünger als wir im Friedenskreis, die dann irgendwie mal hops genommen wurden und vorgeladen wurden und dann unter Druck gesetzt werden sollten, zu sagen, wo die das herhaben und so. Das gab es schon, aber das war, soweit ich das weiß, marginal. Also wir wissen natürlich im Nachhinein, dass von Anfang an wir mit allem beobachtet wurden und wir wurden auch am Anfang öfter vorgeladen, aber gar nicht in die Stasi-Zentrale hier, sondern um die Ecke in der Parkstraße, da war doch dieses MDI-Büro und da wurden wir manchmal vorgeladen, was wir da vorhaben, was wir da machen, die wussten das natürlich alles, aber auf dieser Veranstaltung war es von Anfang an so, dass dieses Grüberzentrum voll war, also da waren so an die 180 Leute, sage ich mal. Und das war eben, da ging uns natürlich schon das Herz aus, weil wir gedacht haben, Mensch, also genau was wir uns gedacht haben, das könnte irgendwie aufgehen, weil da kamen ja auch Leute hin, die bis zu diesem Zeitpunkt irgendwie gar nichts irgendwie vielleicht sich getraut haben, gegen den Staat zu agieren oder öffentlich irgendwo was zu sagen. Und natürlich gab es auch viele Einschüchterungsversuche, da standen dann die Ellos rum, dann sind auch Leute umgedreht, weil natürlich wollten die uns signalisieren, wir sind da und wenn wir wollen, können wir euch alle mitnehmen. Ist nicht passiert und auf die erste Veranstaltungsreihe, ich nehme mal an, das war diese, haben wir einfach dieses Wahlgesetz vorgestellt und wir haben die Leute eingeladen, auch nach vorne zu kommen, über ihre Erfahrungen mit Wahlen zu sprechen oder insgesamt über die DDR ihren Frust rauszulassen und wir haben dann sozusagen Step by Step hingeleitet auf unser Projekt, haben dann vorgestellt, dass wir in meiner Wohnung, also Baracke, das war diese Baracke der Stephaner Stiftung, das unser Wahlbüro in Anführungszeichen machen wollten und haben genau erklärt, wie das geht und haben die Leute aufgefordert, mitzumachen, was sie dann ja auch getan haben. 2 Fragen. Das Heinrich-Gruber-Zentrum ist eine kirchliche Einrichtung. Das heißt, ihr konntet euch ja nicht irgendwo in Ostberlin treffen, sondern nur in einem kirchlichen Raum, ne? Ja, natürlich. Mhm. Und gab es da Probleme mit der Kirche? Also dort nicht. Mario Schotter war ja dort Sozialdiakon und das hat ja letzten Endes nicht der Pfarrer entschieden, es hat eben auch der Gemeindekirchenrat, also nicht auch, sondern entschieden. Und das war immer ambivalent in den Gemeindekirchenräten. Aber letzten Endes stimmen die ab und wir konnten das dann da durchführen. Und was waren das für Leute, die da kamen? Es waren ja wirklich sehr viele, ne? Ja, also es waren ganz viele
Leute aus anderen oppositionellen Gruppen auch, also Umweltpolitik, Initiative Frieden und Menschenrechte und viele andere aus Friedenskreise und dann eben Gemeindemitglieder auch, war sicherlich auch viele bezahlte Menschen dort drunter, die dort saßen. Und ich weiß, also die ich nicht kannte, weiß ich nicht, aber auch irgendwie, ich sag mal normale Leute, ohne das jetzt irgendwie so zu meinen, aber die wirklich gedacht haben, Mensch, mit der Wahl, das ist irgendwie interessant, das ist spannend. Wir sind ja auch, wir haben mit Leuten gesprochen, daher weiß man das natürlich. Und das war so eine Gemengelage, so eine Mischung. Ne? Mhm. Mhm. Herr Müller, wie war denn die Stimmung damals so in Ihrem Umfeld, jetzt nicht unter den engsten Freunden, sondern ich sag mal so in der Bevölkerung, was Sie so damals mitbekommen haben im April, Mai? Na, wenn wir die Bilder gesehen haben, transportiert sich ja ein bisschen so von der Stimmung. Also wir sehen natürlich alle genauso schön aus wie damals, das ist ganz klar. Aber im Prinzip war das ein marodes System, wo man sich große Mühe geben hätte müssen, um die Probleme nicht zu sehen. Die Umweltprobleme, die Probleme der Ausreisenden, die Probleme weltweit die Probleme auch, ja, aber insbesondere den Aufbruch in Osteuropa. Für mich war ganz wichtig, aus dem kirchlichen Elternhaus komme ich, habe ich gesagt, dass beispielsweise die polnische Arbeiterbewegung, die Arbeiterklasse, dass sie, nicht, dass ich groß religiös bin, aber die haben gekniet und gebetet. Und wir sind hier immer noch wie Leute vom Mars behandelt wurden. Was seid denn ihr für Idioten? Dein Vater ist kirchlich, ihr seid Kirchenleute. Also wir sind junge Leute gewesen, wir wollten am Leben beteiligt werden, an der Veränderung des Landes beteiligt werden und sind ausgegrenzt worden, das muss man sagen. Und die Stimmung war... die Stimmung, also entweder ich will sagen, wie die Stimmung in den oppositionellen Gruppen war, das kann ich sagen. Da war sie so, wir haben keinen Bock mehr auf diesen Mist und wir werden jeden Punkt suchen, um dieses System zu ärgern. Deswegen bin ich auch zum Friedenskreis Weißensee mitgekommen, obwohl ich ja eigentlich nichts damit zu tun habe. Deswegen war ich auch mit im Krüber-Zentrum. Deswegen haben wir die China-Demonstration mitorganisiert. Jede Möglichkeit, jeden Punkt gesucht, um diese Leute in Uniform mit SED-Abzeichen, um denen zu zeigen, Leute, ihr nervt uns und ihr habt hier das Land runtergeritten. Dieses Land ist runtergeritten und es muss sich was verändern. Es war ein großer Veränderungswille da, wenn ich das so sagen muss. Bei uns jungen Leuten auf jeden Fall. Und die resigniert waren, die sind abgehauen. Und die zu kamikaze-mäßig drauf waren, die sind ins Gefängnis gewandert. Und wir waren kamikaze-mäßig drauf. Wir haben gesagt, wir probieren es wenigstens aus, in den Knast zu kommen. Wir machen so lange weiter, bis die uns einsperren oder bis sich hier was verändert. Wie lange wir es dann im Knast aushalten, ist noch eine zweite Frage gewesen. Aber das war auf jeden Fall der Grundtenor, muss man sagen, im Freundeskreis Wehrdienst Totalverweigerer, aber auch im Friedenskreis Weißensee und in den anderen oppositionellen Gruppen. Dann möchte ich jetzt gerne, dass Frau Schröter was dazu sagt. Die war damals übrigens 6 Jahre alt, am 7. Mai 1989, aber hat sich inzwischen sehr viel damit beschäftigt. Und danach spricht noch Frau Zupke zu uns. Ja, ich würde nur ein bisschen ergänzen, dass es also einerseits für die oppositionellen Kreise ja auch ein Thema war, dass seit 1987 auch die Repression zunahm und dadurch sicherlich auch die Bereitschaft oder diese mir reicht's jetzt Haltung. Und um jetzt mal für die breitere Bevölkerung zu sprechen, darf man die 80er Jahre und die Versorgungssituation und eben solche Themen, wie wir sie im Film gesehen haben, nicht vergessen. Also die allgemeine Gemengelage, gerade was die Altstädte angeht, zum Beispiel viele, die in anderen Städten, also jetzt zum Beispiel in Dessau, sich bei der Kommunalwahl eingemischt haben und die kontrolliert haben, waren eben gleichzeitig in Altstadtinitiativen, die sich also auch da engagiert haben, um jetzt mal so ein bisschen breiter zu gehen. Ja, und also für mich auch ergänzend, mir fiel noch ein, unabhängig von unseren Kreisen, wie ich andere wahrgenommen habe, zum Beispiel in meiner Familie oder Kollegen, da war das so gemischt, dass es immer so ein Gemisch war zwischen, manche haben das total abgelehnt, also diese, dass wir so aufrührerisch waren und dass wir so Sachen gemacht haben und andere fanden es gut, haben sich aber nicht getraut zu sagen. Und bei vielen war es, glaube ich, auch so, der Unmut insgesamt wuchs ja in der Bevölkerung aus vielerlei Gründen.
Aber dieses sich nicht trauen, da passiert es ja auch oft, dass die dann demjenigen gegenüber, der sich traut, den gar nicht so mögen, weil sozusagen sie sich einen Spiegel vors Gesicht gehalten geführt haben. Also sowas habe ich auch öfter erlebt. Interessant. Schauen wir mal uns dieses Bild an. Das sind die Mitglieder des Weißen Seher Friedenskreises. So sehen also Oppositionelle aus. Einige. Ja, da, schön, dass Sie da hinten aufstehen. ich weiß nicht, ob man das Bild größer machen kann. Nee, das geht hier, glaube ich, nicht. Aber vielleicht kann einer von Ihnen beiden mal ein bisschen was über die Leute erzählen. Evelyn Zupke ist die zweite von links mit dem schicken weißen Mantel. Hellgrün. 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 Egal. Gut. DDR. Oder? Erzählen Sie mal ein bisschen was über diese Herrschaften. Also das ist nicht der Weißen Seher Frieden, das ist ein Teil davon. Ja, Mitglieder. Ja, genau, ne? Weil so wenige insgesamt? Waren wir nun doch nicht. Wie viel waren wir denn? 15, kann das stimmen? Ihr da hinten sagt doch mal was. 15? Ungefähr, ne? Genau. Und genau. Ja, ja. Und die Hälfte ist es schon. Ja, wir sind die Hälfte ist eigentlich hier im Raum, ja. und das ist ein Foto, das ist entstanden, als wir, das geht jetzt ein bisschen vor die Zeit, also oder da sind wir noch gar nicht angelangt, als wir später den Wahlbetrug nachgewiesen hatten und ja zahlreiche Eingaben und Strafanzeigen und so weiter gestellt haben, wollten wir einmal, weil wir uns immer die Gespräche verweigert wurden und wir immer irgendwie einfach nur behandelt wurden, wie Dummies, die sich das ausgedacht haben, wollten wir das Rathaus besetzen im Weißen See an dem Tag. Ich weiß noch, da stand dann die Feuerwehr, da haben die irgendwie so einen Schaden inszeniert und wir stehen dann, gucken alle ein bisschen bedröppelt am Weißenseer Park und Siegbert Schäfke, der kam an, der wollte dann da auch schon aufs Dach oben in der Parkstraße, was er ja später in Leipzig gemacht hat und wollte dann, weil man damit gerechnet hat, dass wir verhaftet werden, wollte dann vom Dach oben das filmen und hat er gesagt, aber stellt euch doch jetzt nochmal hier schön vor die Bäume, dann fotografiere ich euch nochmal, bevor es losgeht. Der Tag ging dann anders aus, aber ja, wie gesagt, Ihr habt das Rathaus nicht besetzt? Nein, so haben wir das genannt. Also wir haben der Bürgermeister war da und noch irgendwelche anderen Leute und ja, wir sind einfach reingegangen und gesagt, wir möchten jetzt ein Gespräch führen über den Wahlbetrug. Wir möchten jetzt, dass Sie dazu Stellung nehmen und am besten, dass Sie das zugeben. Wir waren ja auch mal ein bisschen naiv, ne? Aber das haben wir gewollt. Das lag ja auf der Hand. Und ja, wir haben nicht gedacht, dass es passiert, aber man kann es ja fordern und sich wünschen. Naja, und auf diesem Bild ist auch einer, ein Spitzel inoffizieller, nicht informeller. Nee. Inoffizieller Mitarbeiter. Inoffizieller, des also ein IM, aber kennen wir ja alle. Mhm. Drauf und, naja, darf man das überhaupt sagen? Ja. Okay, also in diesem Fall ist es der so aussieht, als ob es war. Sonst war es meistens anders. Ich habe keine Namen genannt, oder? Da stehen alle drunter? Achso, da stehen alle Namen. Aber der hat anscheinend nicht groß was verhindert oder jemand ins Gefängnis gebracht. Naja, der hat uns verpetzt, na klar. Der hat alles erzählt immer. Ne? Aber ihr habt transparent gearbeitet, mit anderen Worten, würde man heute sagen. Nicht immer. Und deswegen sind wir auch nicht immer verpetzt worden. Eine einzige Aktion, die die Stasi erst im Knast mitgekriegt hat, nämlich unsere, ach das auch, dann gab es zwei. Da haben wir uns dann heimlich nicht in meiner oder Marios Wohnung getroffen, sondern am Weißenseer Park, am Milchhäuschen. Und dann haben wir nur manche, also zum Beispiel er war dann nicht eingeladen. Ich will nicht sagen, dass wir es gewusst haben, aber es gab manchmal so Vermutungen. Was ist das da? Naja, also 7. Mai war ja die eine Geschichte, aber danach haben wir ja jeden Monat nach dem 7. Mai eine Aktion zusammen vorbereitet. Mhm. Und das ist die 40-Quark-Aktion. Ja, die reden wir dann gleich nochmal, wenn wir da auf dem Alexanderplatz zum ersten Mal. Die ist auch nicht verraten worden, das wollte ich sagen. Da war ja auch nicht dabei. Genau, es gab genau zwei Sachen. Kommen wir doch nochmal jetzt zum Wahltag selber. Der 7. Mai, wie war das Wetter? Wunderbar. Strahlender Maitag. Da wusste das Wetter noch, besser als heute. Zu erwärmen hatte am 7. Mai. Okay. Es war nicht alles schlecht vor 30 Jahren. Nein. Also, das Wetter war prima. Und wie lief das dann ab, der Wahltag? Was habt ihr denn da so vormittags und tagsüber gemacht? Och, wir haben Kaffee getrunken und wir hatten so viel zu tun. Wir mussten ja, guck mal, die Leute, ich weiß nicht, wir hatten in jedes Wahllokal, es waren 67 Wahllokale, 2 bis 4 Leute geschickt.
Und die, das musste man ja koordinieren. Man konnte ja nicht in diese kleine Baracke, dahinter der Baracke in der Stephanus-Stiftung, alle Leute auf einmal bestellen. Man musste das, also es war eine hohe logistische Herausforderung, so die Leute, also dass man das so ein bisschen gestreut hat, dass den ganzen Tag zwar immer so ein Menschenstrom dann da war, also zumindest eben nachmittags und dann abends nach der Wahlauszählung und die Leute dann alle eben ausgeschwört sind in die Wahllokale. Wir hatten nächtelang vorher Karteikarten vorbereitet, wo die Adresse der Wahllokale drauf stand, wo das der entsprechende Paragraph des Wahlgesetzes, Verhaltensregeln auch, lasst euch nicht provozieren und. Ich hatte ja ein Telefon sogar an der Stephanus-Stiftung, das konnte ich zwar, es ging nur über die Pforte, aber die waren meistens ganz okay da vorne, haben alles durchgestellt, Telefonnummer und zu organisieren, wie selbst die Straßenbahnverbindung, wie kommen die Leute dahin und so weiter. Und das im Vorfeld, wenn ich das noch kurz sagen darf, war ja auch der Punkt, dass eigentlich im Wahlgesetz stand, dass die Wahllokale die Adressen veröffentlicht sein mussten. Und das hat man in dem Jahr nicht gemacht, weil natürlich die Stasi, der Staat, die wussten natürlich von unserer Aktion. Und deswegen hat man in dem Jahr darauf verzichtet, sodass wir auch noch in der Situation waren, irgendwie die Tage und Wochen vorher irgendwie alles abzufahren. Wo sind denn Wahllokale, bis wir die entsprechende Anzahl dann zusammen hatten? Woher haben das denn die normalen Wähler erfahren, wo die Wahllokale sind? Ja, genau. Im Einzelnen, in der Wahlbenachrichtigung stand es natürlich. Dadurch hatte man natürlich schon viele Wahllokale, wo man selber gewohnt hat. Aber 67 haben wir natürlich von uns aus nicht abgebildet. Also da musste man dann schon ein bisschen im Umfeld recherchieren und übliche Stellen, so wie Schulen, Kindergarten und so weiter. Ne? Aber das war schon irgendwie ein ganz schönes Ding. Mordsarbeit, ja. Mhm. So, und dann wurde es Nachmittag? Ja, es wurde Nachmittag und wie wir drauf waren, wollte ich natürlich mitmachen, das System wieder ärgern. Und wie kann man das ärgern am Wahltag, indem man sich freiwillig meldet bei einer Wahlauszählung? Ich bin mit einem Freund aus dem Freundeskreis Wehrdienst Totalverweigerer brav zu Evi Zupke gekommen, habe mir ein Wahllokal, einen Ort abgeholt, in der Langhansstraße war das, und bin mit Andreas Marachatsch, mit einem Freund, dahin und haben gewartet, bis es 18 Uhr wurde, bis es zur Auszählung kam. Und das war, wie soll ich sagen, einerseits wir mit dem Bewusstsein, wir ärgern die Leute jetzt, aber andererseits auch mit einer Angst verbunden, ja, dahin zu gehen. Es ist klar, dass das eine offizielle Situation ist. Man betrat das Wahllokal, das war festlich vorbereitet. Und ihr wurdet mit offenen Armen empfangen? Nein, das wurden wir nicht. Aber wir sind selbstbewusst reingegangen in diesen Raum. Und dann haben die uns gefragt, was wollen Sie denn hier? Die Wahl ist jetzt zu Ende. Ist das Ihr Wahllokal? Nee, ist nicht unser Wahllokal. Wir wollen hier bei der Wahlauszählung teilnehmen. Wir hatten ja eine Kopie von dem Gesetz, von dem Artikel, ich weiß es nicht mehr, von dem Wahlgesetz dabei. Laut Paragraph des Wahlgesetzes dürfen wir an der Auszählung teilnehmen und haben uns versucht, vor den Tisch zu stellen, wo schon die Urnen zur Auszählung bereit lagen. Dann rannten aufgeregt die Leute hin und her, Frauen, und die hatten schon Sekt vorbereitet, rannten hin und her und haben jemanden geholt mit einem braunen Anzug und Schlips und Parteiabzeichen. Und der hat uns das gesagt, dass es gar nicht möglich ist. Ja, das steht zwar im Gesetz drin, aber man muss hier einen Sicherheitsabstand einhalten und der muss streng korrekt auch eingehalten werden. Und deswegen haben die uns dann im Prinzip, ich sag mal so, 3 Meter von dem Wahltisch weg postiert in so einem Türrahmen. Also da war eine Tür und auf der Türschwelle, von der Türschwelle aus haben wir versucht, die Stimmzettel zu sehen. Ich musste mich mehr auf die Zehenspitzen stellen als mein Freund Andreas Marachatsch, der war ein bisschen größer. Aber wir mussten von oben gucken und uns darauf verlassen, was wir sehen bei der Auszählung und was die dann auch aussprachen. Ja, ja, ja und so weiter. Aber nein, zwischendrin auch mal, und das haben wir mitgestrichen, das haben wir angestrichen mit einem Heft, DIN A5 Heft, und dann haben wir das doppelt gemacht. Also Andreas hat gestrichlichste gemacht und ich. Ja. Habt ihr das beobachtet, dass da auch Ja-Stimmen dabei waren, die so eher fragwürdig waren? Nein, konnten wir nicht sehen. Das war einfach, also so,
Wir haben geguckt und wir haben gesehen, dass da durchgestrichen war. Da gab es deutliche Unterschiede. Also da gab es Zettel, wo wir Flecken gesehen haben. Meine Augen waren damals auch noch besser. Also so dann war deutlich, dass die haben sie als Nein-Stimmen gezählt. Aber ob die anderen irgendwie manipuliert waren, das wissen wir nicht. Aber im Ergebnis war es doch so, dass wir bei 93% Zustimmung angekommen sind und 7% circa haben mit Nein gestimmt, das, was wir ausgezählt haben per Strichliste in diesem Wahllokal. Das habt ihr ausgezählt, aber die Herren, die da vorne und Damen, die gezählt haben, haben die das Endergebnis? Die haben das ausgezählt und wir haben ja mitgezählt. Mhm. Ja? Und haben die in dem Moment auch gesagt, oh, wir haben jetzt hier in Weißensee Nummer sowieso Wahllokal 98, 99%? Das oder? Haben die gar nicht. Die haben das nicht zusammengefasst. Gesagt. Es gab keine offizielle, beispielsweise, und damit sind 93% Ja-Stimmen gezählt worden. Und offiziell ist das nicht gezählt worden. Die haben das zusammengezählt und auf Stapel gelegt und dann einsortiert und nicht beispielsweise gesagt, Ja-Stimmen so viel, und dass wir das nochmal vergleichen konnten an der Stelle. Okay, und Sekt habt ihr dann auch nicht angeboten bekommen und ihr seid dann nach Weißensee gefahren, also in die Stephanus-Stiftung? Mit dem Sekt kann ich mich nicht erinnern. Und wir sind dann in die Stephanus-Stiftung, in die Wohnung von Evi Zupke gekommen, haben unsere Wahlergebnisse abgegeben. Und, also übergeben wir jetzt mal an Evelyn Zupke. Wie ging es in der Wohnung zu? Wir waren gar nicht direkt in der Wohnung. Das war auch gutes Wetter. Gar nicht reingepasst. War gutes Wetter. Also, das war ein Zimmerchen. Wir haben so Tische hinten im Garten aufgebaut, hinter der Baracke. Und da hatten wir das eben alles schon vorbereitet und geordnet, welcher Arbeitsgang, also abgeben, die Stimmen raus, also Ja-Stimmen, Nein-Stimmen, Wahlbeteiligung. Und am Ende des Tisches stand unser IM Uwe und hat alles fein zusammengerechnet. Der war der Endrechner sozusagen, war der Taschenrechner. Und was ich gerade überlege ist, mit den Stimmen, das, was du gesagt hast, das stimmt schon, aber wir hatten ja, wie kamen wir, die Wahlbeteiligung, das war ja auch ein großer Betrug, ne? Weil es gab ja in Wirklichkeit nur 70% circa im Durchschnitt Wahlbeteiligung. Und die war ja, also das war ja noch viel massiver als der Betrug mit den Gegenstimmen. Ich weiß noch, dass wir in Weißensee, ich glaube, gezählt haben wir oder ihr, also zwar über 2000 Nein-Stimmen und in der Zeitung am nächsten Tag standen 1000 oder sowas. Und die Wahlbeteiligung, das war ganz schräg. Ja, die Wahlbeteiligung, wurde deutlich, weil wir ja alle Striche gemacht haben. Und dann war der Unterschied deutlicher. Also hier sieht man es, laut Neues Deutschland waren Gegenstimmen 1011 und ihr habt in den fast allen bis auf eins 2224 Gegenstimmen. Genau, man guckt da vorne, das ist die Wahlbeteiligung, ne? Dieses 43.000 und 27.000. Das war noch drastischer, weil das zog sich auch durch. Wir haben ja viele Zahlen an der DDR dann zugeschickt bekommen, Friedrichshain und Prenzlauer Berg fanden ja auch massive Auszählungen statt und auch im Rest der DDR. Und uns wurde ja auch ganz viel zugeschickt, was wir dann im Wahlfall veröffentlicht haben. Und die Tendenz war überall ähnlich. Ne? So Können Sie es sehen? Also laut ND 43.042 abgegebene Stimmen, laut Zählung waren es nur 27.680, ein Wahllokal fehlt. Aber das hatte keine 20.000, nur so als kleiner Hinweis, falls jetzt jemand darauf kommen sollte. Ja, die waren ja vorher, da könnte Evelyn Zupke... Die sind schon implizit, die sind ja dort jetzt schon enthalten, also die sind ja nicht extra erschienen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber, ja, doch. Ich war Frau selber Zupke auch war im Wahllokal. Wir wollten es jetzt nicht so kompliziert machen, aber ich war da auch, ich weiß gar nicht mehr mit wem und auch andere. Und ich kam gar nicht rein, ich kam nur zur Tür, waren aber dann andere Leute drin. Also wir hatten wirklich auch mit den Sonderwahllokalen aus allen Wahllokalen, eben bis auf das 67., das war die Kunsthochschule Weißensee, die Adresse haben wir einfach nicht herausgefunden, hatten wir alle Adressen und waren auch überall vertreten und haben alle Zahlen gesammelt. Es gab einfach, Frau Zupke ist jetzt schnell darüber hinweggegangen, sie hat es mir vorher nochmal erzählt, sie durfte durch eine Tür oder eine Glastür, sie durfte gar nicht in den Raum rein und konnte es nur von der Ferne sehen oder hören, ja. Ich weiß ja auch aus vielen anderen Städten,
dass es Schwierigkeiten gab, hineinzukommen. Die absurdesten und skurrilsten Begründungen gab es da. Also beliebt war zum Beispiel, nein, das geht aus brandschutzrechtlichen Gründen nicht. Nein, der Raum ist schon überfüllt, mehr als die 8 Personen dürfen da nicht drin sein und so weiter und so weiter. Das waren sehr hilflose Argumente. Und teilweise waren ja auch, was ja sonst war ja nie jemand bei der Wahlauszählung, und die Genossen waren dann ja auch in vielen Wahllokalen zahlreich vertreten, ne? Um sie auch ein bisschen zu befüllen. Und teilweise schon Hacke, ja, wenn wir das so gehört haben, die waren besoffen da in den Dingen. Ja, ja. Na, der Sekt, ne? Sie haben sich über die Behinderung beschwert in einem Brief an den Oberbürgermeister von Ost-Berlin am 13. Mai, also nicht mal eine Woche später, dass Sie da behindert worden seien. Man kann das schlecht lesen, aber Sie schreiben, dass also wirklich das verfassungsmäßige Recht hier nicht eingehalten wurde. Nur die Frage, erinnern Sie sich, dass irgendwie der Oberbürgermeister oder irgendwer anders darauf reagiert haben, auf dieses Schreiben? Nein, das ist ja der Punkt gewesen. Das ist ja jetzt ein Beispiel, dieses Schreiben. Davon haben wir ja viele verfasst. Das war ja eins, was mich betraf. Das haben andere genauso gemacht, die irgendwo eine Behinderung erfahren haben. Und wir haben ja auch als Gruppe, und viele Gruppen haben wir Eingaben, wir haben ja das ganze Repertoire durchgespielt, ne, von Eingaben, Strafanzeigen. Und niemand hat auf irgendeine Eingabe jemals eine Antwort bekommen. Und deswegen, also mich hat selber schon total genervt, wie oft wir ins Büro der Nationalen Front und wo wir dahin gegangen oder ins Rathaus gegangen sind. Eigentlich hat man gar keine Lust mehr darauf gehabt, ehrlich gesagt. Aber man musste das irgendwie machen, man musste das durchziehen, um diesen Druck, damit man auch sagen kann, wir haben es versucht, die haben uns nicht geantwortet. Und außer also bei der Strafanzeige war es so, da wurde, glaube ich, jeder, der eine Strafanzeige wegen Wahlbetrugs gestellt hat, auch vorgeladen zum jeweiligen Bezirksstaatsanwalt. Und da gab es ja vorbereitete Antworten von Herrn Stasi. Frau Dr. Schröter, können Sie uns was sagen über die Ausdehnung dieser Proteste und auch über die Praxis in anderen DDR-Städten? Also es war ja eben nicht nur in Weißensee so, ne, dass die Wahlen kontrolliert wurden. Ja, also in Berlin und Weißensee sind eben ein starkes Zentrum, aber auch in Leipzig sind, glaube ich, über 100 Wahllokale kontrolliert worden, in Berlin 200, in anderen Städten. Also wir haben ungefähr 50 Städte, von denen man weiß, dass wenn nicht so flächendeckend wie in Leipzig und Berlin, doch mindestens vereinzelt oder eben eine Handvoll Wahllokale kontrolliert wurden und eben auch republikweit Eingaben geschrieben wurden, Einsprüche und eben auch Strafanzeigen gestellt wurden. Also man spricht davon, dass alleine an Egon Krenz 300 Eingaben direkt gerichtet waren, eben aus allen Teilen des Landes. Also das spricht ja sehr dafür, dass dieses Datum 7. Mai ein unglaublicher Einschnitt war. Also auch was die Wirkung oppositioneller Arbeit der Gruppen anging. Ja. Es wird ja heute noch so von vielen Historikern übrigens auch die Rolle dieser Gruppen so ein bisschen kleingeredet, kleingeschrieben. Und die Medien im Westen haben, glaube ich, damals mit den Wahlen zwar die Fälschung, also ich glaube der Begriff Wahlfälschung kam sogar in Westmedien zuerst auf, aber so richtig wahrgenommen, dass dies eine Aktion der Opposition war, in dem ungeheuren Ausmaß und im ganzen Land, das ist noch nicht so richtig ins Bewusstsein gedrungen. Westdeutschland, sage ich mal so, war noch ein bisschen im Frühjahrsschlafmodus im Mai 89. Sehen Sie das auch so oder ist damals wirklich die Bedeutung dieser Sache auch im Westen in ganz Deutschland wahrgenommen worden? Und auch die Stärke der Opposition, die sich darin zeigte? Wie die Wahrnehmung im Westen ist dann, oder damals war diese Rezeption, ich glaube, da können Sie am Ende mehr zu sagen als ich, was die Wahrnehmung der Opposition selbst angeht, ist es, glaube ich, schon inzwischen sehr klar, dass das eben massiv von den Initiativen aus den kirchlichen Kreisen betrieben wurde. Aber was ja ein gleichzeitig wichtiger Effekt bei diesem Wahlfall ist, ist, dass die Bevölkerung mitgenommen wird, eben durch solche Veranstaltungen, wie Frau Zupke das beschrieben hat, und eben auch dieses Bewusstsein für dieses diffuse Gefühl wieder geweckt wird, also auch dieses Flugblatt, was wir da vorhin gesehen haben, das nochmal wirklich so ein bisschen anstachelt und in der Bevölkerung ein Bewusstsein weckt, was ja auch dazu geführt hat, dass sich eben auch die sogenannten normalen Bürger, die nicht jetzt Stasi-seitig schon immer auffällig waren, dass die eben auch den Auszählern auf die Finger geschaut haben und selbst die Auszähler teilweise nochmal genauer nachgeguckt haben.
Die Stasi konnte es ja nicht verhindern, dass es diese wirklich sehr ausgedehnten Kontrollen in so vielen Städten und Wahllokalen gegeben hatte. Es ist auch niemand verhaftet worden. Also es gab Gerangel, kleine Rangeleien manchmal. Man wurde auf 3 Meter Distanz gehalten. Aber im Großen und Ganzen war es doch eine total erfolgreiche Aktivität der Opposition. Hat es Ihr Selbstbewusstsein nicht damals unglaublich gestärkt? Und was hat es Ihnen auch bedeutet, als das klar war, dass Sie wirklich festgestellt haben, die Wahlen sind gefälscht, dass es ausgesprochen wird? Denn es ist ja ein Riesenunterschied, ob ein Ritual jahrelang, jahrzehntelang stattfindet und eigentlich weiß jeder, dass die Wahlen gefälscht werden, bloß es spricht keiner aus, alle denken das. Und dann kommen Leute daher und sagen, der Kaiser ist nackt. Die fälschen sogar die Wahlen. Das ist schon ein Riesenunterschied gewesen. Also ich erinnere mich, dass ich am 8. Mai morgens Rias angemacht habe und dass dann ganz früh dort irgendwie gleich kam, Gruppen in Ostberlin oder so haben den Wahlbetrug nachgewiesen. Und das ging mir, also das war so toll, das Gefühl, das kann ich heute noch empfinden. Das war Wahnsinn, weil wir ja nicht wirklich davon, also wir haben es natürlich gehofft, wir haben es ja mit aller Ernsthaftigkeit betrieben, aber es war so 50-50, ne? Die Stasi stand den ganzen Tag in der Albertinenstraße und hat aber immer nur beobachtet, ne? Und von daher war das natürlich irre, dass das wirklich gelungen ist. War ja erstmal nur der Anfang, aber das war ja die Grundlage dessen, was dann auch alles noch passiert ist, was wir dann noch gemacht haben. Es war, hat das Selbstbewusstsein erheblich gehoben, muss ich mal sagen, weil jetzt hat man es schriftlich und wir haben selbst ausgezählt und mit unseren eigenen Augen gesehen. Nichtsdestotrotz wussten wir ja, dass das eine Lüge war, aber jetzt hatten wir sozusagen das Motiv. Jetzt machen wir weiter, jetzt machen wir das öffentlich, jetzt reiten wir darauf rum. Genau, und dazu mussten wir eben all diese Wege erstmal gehen, also nicht gleich auf die Straße protestieren, sondern erstmal wirklich die vorführen, wie gehen sie damit um, die ignorieren das und dann mussten wir ja quasi weitergehen. Wir haben, ich sehe gerade dieses, wenn ich das kurz sagen darf, dieses Blatt, ich habe ja auch vieles vergessen, wir haben in Weißensee, als sich wie nannte sich das dann, die sich konstituiert haben, da dieses Bezirksversammlung oder wie hieß das, keine Ahnung. Bezirksverordnetenversammlung, genau, danke. Da sind wir hingegangen und haben an alle Abgeordneten haben wir Briefe verschickt, wo das drin standen, die einen aufgefordert, gegen die Gültigkeit der Wahl Einspruch zu erheben. Also hier in diesen Einspruch, ne? Genau. Sie sind ja auch zur Staatsanwaltschaft gegangen oder haben da. Da sind wir, genau. Also erstens, weil die Wahllokale nicht öffentlich bekannt gegeben wurden, also lauter Verstöße gegen das Wahlgesetz der DDR. Mhm. Die Öffentlichkeit wurde in mehreren Fällen von der Auszählung ausgeschlossen. Die Kontrolle der abgegebenen Stimmen anhand der Wählerliste und der vorhandenen Wahlscheine wurde weitestgehend unterlassen. Es erfolgte teilweise keine korrekte Auszählung und Differenzierung der abgegebenen Stimmen. Und darum fordern wir Sie auf, gemäß Wahlgesetz gegen die Gültigkeit der Wahl vom 7. Mai 1989 in Berlin bei der zuständigen Volksvertretung Einspruch einzulegen. Darf ich einmal noch kurz was sagen? Sorry. Och, gerne länger. Und zwar, manchmal, wir wollten ja nicht nur beweisen, dass die Wahl betrogen wird, wir wollten ja auch wissen, wo sie betrogen wurde. Das wussten wir natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und dann kam ja nachdem man die Akten, also nach dem Mauerfall, kam ja dann raus, dass ja die Wahlergebnisse bereits im Frühjahr, also März, April, per Briefumschlag vom Oberbürgermeister Krag an die Bezirksbürgermeister geschickt wurden. Und dann passierten ja so lustige Sachen, lustig in Anführungszeichen, dass zum Beispiel der Bezirksbürgermeister von Treptow ins Rote Rathaus gepilgert ist und gesagt hat, also das sind aber wirklich, mit denen Stimmen, das glaubt mir keiner. 99, nee, ich will 98 haben. Also haben die da verhandelt, weil es ja total unglaubwürdig. Also nur, weil das geht manchmal unter, und ich finde das so eine interessante Geschichte, was für ein Affentheater da immer wieder gemacht wurde und im Prinzip, ne, also zur Aufrechterhaltung dieser Geschichte. Genau. Und das ist dann 3 Tage später von den Herren, die hier in diesen Räumen gearbeitet haben, in denen wir heute unsere Veranstaltung machen können, von Mielke persönlich hier auch, die Maßnahmen zur Zurückweisung und Unterbindung von Aktivitäten zur Diskreditierung der Ergebnisse der Kommunalwahlen. Ja? Und da ist das schöne Dokument hier zu sehen, um also diese Diskreditierung der DDR-Wahl zurückzuweisen, wird also hier gesagt, wenn Punkt 2 ist besonders interessant, lesen Sie den mal, sachlich gehaltene Eingaben, andere Schreiben oder Erklärungen sind den zuständigen örtlichen Wahlkommissionen zu übergeben. Und dann wird hier praktisch von der Stasi, von Erich Mielke und seinen Leuten
vorgeschrieben, was sie zu antworten hatten. Die Sekretäre der Wahlkommission, also die Chefs, die Leiter der Wahlkommissionen, werden wie folgt antworten. Zitat: Die Wahlkommission hat anhand der von den Wahlvorständen entsprechend § 39 Absatz 1 des Wahlgesetzes exakt gefertigten Niederschriften die ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen geprüft, das Wahlergebnis festgestellt und veröffentlicht. Dem ist nichts hinzuzufügen. Und tatsächlich gab es dann diese Stellungnahmen von den Sekretären der Wahlkommission. Also das wurde praktisch zentral vorgegeben, wie auf Beschwerden von Bürgern der DDR geantwortet werden sollte. Also als ich beim Staatsanwalt war, sagte er noch zusätzlich, es kann nur eine Wahrheit geben und die steht im ND. So. Das ist einfach, ja. Die Partei hat immer recht, aufstehen und singen. Ja, das war aber schon am Wahlabend klar, als Egon Krenz die Wahlzahlen vorgetragen hat, das Wahlergebnis in der aktuellen Kamera präsentiert hat. Da war das doch klar. Also Leute, die wollen wirklich so weitermachen wie bisher. Ja? Also das soll sich wirklich nichts verändern. Ich möchte mal an dieser Stelle auch auf Punkt 4 hinweisen, der Anweisung der Stasi, weil es auch heute, 30 Jahre danach, immer wieder noch Leute gibt, die gerne sagen, die DDR war ein Rechtsstaat. Ein ganz bekannter Rechtsanwalt der Linken zum Beispiel tut das immer wieder gerne in Talkshows, dass die DDR ein Rechtsstaat war. Anzeigen sind ohne Kommentar entgegenzunehmen. Das ist ja auch okay, ne? Nach Ablauf der vorgesehenen Fristen für die Anzeigenbearbeitung ist von den jeweils zuständigen Organen zu antworten, dass keine Anhaltspunkte für den Verdacht einer Straftat vorliegen. Außerdem ist auf die offizielle Verlautbarung über die ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen zu verweisen. Und so weiter und so weiter. Also so hat die DDR versucht zu funktionieren. Funktionierte dann nur noch ein halbes Jahr. Und schuld sind Menschen wie Sie beide. Schauen wir mal, was nämlich weiter geschah. Sie haben nämlich diese wunderbare Dokumentation gemacht. Wahlfall 89. Kopie von diesem Original habe ich hier. Es gibt nur noch wenige Exemplare. Und ich habe einen Satz, da will ich mal den O-Ton draus zitieren, aus der Erklärung damals mir rausgeschrieben, den ich irgendwie ganz aktuell auch finde. Da heißt es, wir wollen in einer Gesellschaft leben, die den Bürgern Mitwirkung auf allen Ebenen gesellschaftlichen Lebens ermöglicht. Dazu gehört, dass unterschiedliche politische Haltungen geäußert, ausgehalten und politisch wirksam werden können. Wahlen sind ein wesentlicher Ausdruck des Demokratieverständnisses einer Gesellschaft. Und in dieser Dokumentation müssen Sie noch mal erzählen, was war Ihnen da wichtig, alles noch mal reinzupacken und wie haben Sie die an die Öffentlichkeit gebracht und was war dann auch die Reaktion darauf? Ja, wir haben ja gemerkt dann, dass nach dem Wahltag ganz viele Informationen bei uns zusammenliefen, dass sich Leute aus der ganzen DDR gemeldet haben, die jetzt auch nicht unbedingt alle in so Gruppen organisiert waren. Die haben sich teilweise so zusammengefunden oder Einzelpersonen, die berichtet haben von Erlebnissen, von Gesetzen, Gesetzesverstößen gegen das Wahlgesetz, Ergebnisse gesammelt haben. Und wir wurden quasi überschwemmt davon und haben gedacht, Gott, was machen wir damit? Und daraus ist das war gar kein Plan, daraus ist das einfach entstanden. Und dann wurde das in der Umweltbibliothek ja gedruckt. Und verteilt haben wir das, wie immer alles irgendwie verteilt wurde. Wir haben die verkauft auch natürlich, musste ja auch irgendwie ein bisschen Geld reinkommen. In den Kreisen selber, wer Leute kannte, Familie, Freunde. Und wir haben am 8. Juni einen Gottesdienst in der Gethsemane-Kirche gehabt, auch zum Thema Wahl. Und dort haben wir einen ganzen Haufen davon verkauft. Ja, aber vor dem Gottesdienst gab es das hier. Genau, da gab es den 7.6., Wie kam diese Idee eigentlich auf, dass man jeden Monat fortan am 7. jeden Monats auf diesen Wahlbetrug aufmerksam macht? Naja, wir haben ja, also wie gesagt, wir sind alles durchgegangen und haben uns dann gedacht, okay, jetzt haben wir alles ausgereizt, alle mageren Möglichkeiten, die uns dieser Staat zur Verfügung stellt. Wir wurden nur abserviert und jetzt reicht es uns, jetzt wollen wir auf die Straße gehen. Da befanden wir uns noch im Bereich der Kirche. Das andere können wir ja später noch erzählen, falls wir dazu überhaupt noch kommen. Und dort gab es, da kannst du ja vielleicht erzählen, Stefan, weil ich hatte da Hausarrest, ich konnte Stefan, meine Wohnung nicht verlassen, deswegen bin ich nicht dabei, aber die Wahlurne lag im Kleiderschrank meines Sohnes, die wir vorher gebastelt haben. Und rechts das Transparent hält Michael Heinisch und links ist es Stefan Müller, der hier vorne sitzt, der das Transparent hält. Die,
beiden hübschen Männer. Ich soll von Micha Heinisch grüßen. Er kann heute nicht, sonst wäre er selber hierher gekommen. Ja, das ist in der Sophienkirche am 7.6. Und wir hatten uns vorgenommen, wenn alles reden, alles eingeben, alles schreiben, alles anzeigen nichts bringt, dann machen wir es eben öffentlich und gehen jeden 7. des nachfolgenden Monats auf die Straße und machen es öffentlich. Hier war noch in der Sophienkirche plötzlich der Versuch von einigen Pastoren zu sagen, Mensch, überlegt euch, bleibt doch lieber hier, wir schreiben nochmal einen neuen Brief, wir machen nochmal eine Eingabe, ihr wisst gar nicht, worauf ihr euch einlasst. Und wir dann einfach gesagt haben, nee, genug geredet, wir gehen jetzt einfach los. Wir machen das einfach, ja, wir gehen los. Und dann sind wir losmarschiert. Michael Heinisch packte das transparent aus, nie genug vom Wahlbetrug. Das war dann unser Motto. Hier der langhaarige Pastor, der schimpft uns noch aus. Mensch Müller, du weißt überhaupt nicht, worauf du dich einlässt. Ich habe mit der Stasi gerade gesprochen. Später stellte sich da heraus, dass der regelmäßig mit der Stasi gesprochen hat, als inoffizieller Mitarbeiter der Pfarrer Gottfried Gartenschläger. Wir sind noch weitergekommen, also das ist noch Kirchengelände, dann gibt es ein Tor und dann sind wir genau noch 40 Meter gekommen und dann hat uns die Stasi eingekesselt und wir haben uns ein Weilchen auf den Boden gesetzt, haben noch gerufen, nie genug vom Wahlbetrug, weil wir das gerade gelesen hatten, ist uns das eingefallen und es war alles sehr aufregend auch, also wir sind raus und wir gehen jetzt los, Passauer, hör auf zu reden, wir gehen jetzt einfach und Tumult und wir sind raus, nein, bleibt hier und wir gucken auch nach hinten, kommt da überhaupt jemand mit? Und dann, oh, wir sind ja doch ein ganzes Häufchen und aber als wir aus der Kirche rauskamen, haben wir oben auf den Dächern überall die Stasi-Typen schon gesehen und die Busse, die da bereitgestellt waren für uns, ja, wo sie uns dann letztendlich auch abtransportiert haben, übrigens hierher. Das war nicht schön, zumal ein paar von uns die Nacht vorher auch stehend in der Ida-Straße in Pankow gestanden haben, am 6.6., weil wir dort versucht haben, in dem Abschnittsbereich einen Brief an die chinesische Botschaft zu übergeben, nämlich mit dem Protest gegen die blutige Niederschlagung der Studentenbewegung in Peking. Also wir haben eine Nacht am 6. den 6.6. auf dem 7.6. schon in der Ida-Straße gestanden, Beine auseinander, Hände über den Kopf und waren hier auch nicht mehr so glücklich darüber, was uns jetzt die nächste Nacht auch wieder passieren wird. Nämlich wir sind hierher gebracht worden in die Stasi-Zentrale, einige von uns jedenfalls. Es gab auch welche, die nach Rummelsburg gebracht wurden, in die U-Haft. Aber wir sind hierher gebracht worden, Stefan Neuss. Wir haben deinen Geburtstag hier noch gefeiert, ne? Ja. Das würden wir gerne noch hören. Allerdings möchte ich auch, dass aus dem Publikum noch die Möglichkeit dann besteht, während der Veranstaltung Fragen zu stellen oder noch eigene Beiträge zu leisten. Wir sehen auf dem Foto eigentlich einen ganz entscheidenden historischen Schritt, würde ich mal so kess sagen, nämlich raus aus der Kirche, rauf auf die Straße, auch in Berlin. In Leipzig zum Beispiel hat man das ja auch gemacht, in einem Konflikt mit der Kirche, raus aus der Nikolaikirche, endlich raus auf die Straße. Und ihr habt ja dann das versucht, jeden Monat, soweit es möglich war, weiterzumachen. Und da gibt es verschiedene Aktivitäten im Stadtzentrum Berlins am Alexanderplatz. Also hier ist der Aufruf für den 7. September nochmal. Der wurde wohl auch verteilt, ne? Genau, und dazu möchte ich gerne sagen, also das war dann nochmal ein nächster Schritt in diesem großen Schritt, dass wir dann ja auch nach dem Erlebnis in der Sophienkirche, unser Ärger, unser Unmut stieg natürlich auch, ihr wurdet ja auch ziemlich brutal da auch abgeführt und so, dass wir gesagt haben, jetzt auch nicht mehr Kirche, also nicht mehr an Kirche, jetzt gehen wir dahin, wo es dem Staat richtig wehtut, nämlich dem Aushängeschild von Ostberlin, dem Berliner Alexanderplatz, ne? Also erst Weltzeituhr, dann Springbrunnen. Und das entfachte natürlich auch in unseren Kreisen allerdings auch starke Diskussionen, weil das natürlich auch mit Ängsten verbunden war, weil uns schon klar war, dass der Staat da noch ganz anders und empfindlicher reagieren würde, wurden auch sehr von der Kirchenleitung unter Druck gesetzt.
davon zu lassen. Aber das wäre dann sozusagen, seitdem waren wir dann richtig in der Öffentlichkeit. Das war dann nochmal eine ganz andere Nummer, eine ganz andere Geschichte. Ja, da steht Weltzeituhr, weil wir dachten, die Stasi so ein bisschen übers Ohr hauen zu können und haben uns dann heimlich am Brunnen getroffen. So, wir dachten, es ist dann, also, dann ja, sind die nicht so schnell da. Springbrunnen. Das war die Einladung hier für die Stasi sozusagen. Ja, also und mündlich wussten wir Bescheid, wo wir uns treffen. Die ja. wussten das natürlich aber trotzdem. Und die standen unter der Weltzeituhr und kamen uns hinterher gesprungen in Springbrunnen. Genau. Können wir gleich mal gucken. Ich habe, glaube ich, ein Bild von zwei Leuten, zumindest die von der Stasi unter der Weltzeituhr stehen. Trillerpfeifen und hier ist nochmal ein Video, das ich übrigens aus dem operativen Fernsehen der DDR in der Keibelstraße bekommen habe. Soll ich dazu was sagen, wenn ja, klar, das Video unbedingt. Läuft? Also wir hatten uns ja an der Weltzeituhr verabredet, aber hatten geplant, uns am Brunnen aufzustellen mit T-Shirts, die wir gedruckt haben, bemalt haben. Was heißt gedruckt? Wir haben die bemalt. Wir wollten 7. Mai Wahlbetrug aufstellen am Brunnenrand. Hatten sogar für jeden von uns einen Ersatzspieler. Ich persönlich bin mit ein paar Leuten in das Zentrumwarenhaus, das heutige Kaufhof, ne? Also oben in die Cafeteria gegangen, 5-4 Stunden vorher. Und dann haben wir uns rausgeschmuggelt, tatsächlich 5 Minuten vor 16 Uhr und haben uns an den Brunnenrand gesetzt. Und wir haben gesagt, wir pfeifen auf die Wahl, hatten Trillerpfeifen dabei und haben aber auch beschlossen, wir werden nicht einfach uns abführen lassen, sondern springen in den Brunnen rein. Und wir haben uns vorgestellt, so dass die Stasi mit ihren Anzügen, mit ihren tollen Exquisitklamotten, Schuhchen hoch auszieht, die Beinchen hochkrempelt und dann vorsichtig hinterher tippst. Aber die haben wirklich nicht lange gefackelt und sind klassenkampfmäßig hinterhergehechtet. Oder geraucht. Und haben uns da versucht rauszufischen und das hatte eine gewisse Slapstick-Komik, weil der Brunnen war richtig rutschig. Wir sind rein, sind hingefallen, komplett rein. Die haben uns rausgezogen, wir haben uns im Prinzip an denen aufgerichtet. Dann sind die mit hingeflogen und die waren stinkepengsauer. Wir hatten Wechselklamotten mit, die nicht. Und die, also so... Hört sich lustig an, aber das ist dann auch noch ein bisschen schmerzhaft ausgegangen, jedenfalls für einige von uns bei der Zuführung. Also gab es dann eine Sequenz, wo die uns mich abgeführt haben, Arme hinterm Rücken hoch. Und man sieht auf einem dieser Videos auch, wie dann so ein Dritter ankommt und von hinten drauf springt. Und mir haben die da bei der Aktion den Arm gebrochen, bei der Zuführung vom Brunnen zu dem Ello. Also wir haben auch uns vorgenommen, noch zu schreien, zu sagen, Hilfe, Wahlbetrüger, wir werden verhaftet, ganz laut. Und ein paar Passanten standen da, auch ein paar gestellte Passanten. Einigen Freunden ist das hier auch passiert, wo dann ein Pärchen stand mit einem Kinderwagen und ein anderer Herr, die dann gerufen haben, ihr undankbaren Leute, ihr könntet doch dankbar sein über die Politik unseres sozialistischen Staates unter der Führung des SED. Die haben es so gut gemeint mit uns und die Arbeiter und Bauern haben es in keinem Ort so gut. Halt die Fresse, geh lieber arbeiten. Aber es gab, Stefan, auch andere Reaktionen. Diese Oma mit dem Krückstock, ich erinnere mich, die haben uns ja alle ziemlich sichtbar. Hier ist die Szene mit dem Brunnen. Ja, genau, da ist die Szene mit dem Brunnen. Jetzt kann man das vielleicht nochmal kurz angucken. Genau. Und die haben uns ja viehisch abgeführt. Ich hatte ja auch am ganzen Körper Hämatome. Und dir mit dem Arm, das war furchtbar. Ja, ja. Und die Leute haben auch teilweise total entsetzt geguckt. Es gab alle Formen von Reaktionen. Und eine Oma stand mit dem Krückstock da und hat zum Stasi-Typen irgendwie so die Füße, schämst du dich nicht was, Junge? Ne? Irgendwie. Also, ich kannte eine Architekturstudentin aus Ungarn, die stand dabei und die hat gesagt, also das ist jetzt der Punkt, wo ich abhaue hier aus dieser DDR. Ich fahre lieber zurück nach Budapest und studiere dort weiter. Ja, also so die war so entsetzt von der Situation. Ja, das war so eine Zäsur. Ne? Dann kam ja dann der 7. Oktober. Natürlich kam nach diesem Tag dann erst recht die Diskussionen auf, ne? Von Aktion und Reaktion. An dem Tag haben die uns nach Rummelsburg gebracht, erinnere ich mich. Also ein paar sind auch verteilt worden. Und da standen wir eine Weile, saßen wir eine Weile in diesen typischen Rummelsburger Zellen. Irgendwann nachts haben die mich rausgefischt und ins VP-Krankenhaus, das heutige Bundeswehrkrankenhaus, in Nachmitte gefahren. Haben einen Bruch des Gelenks festgestellt und dann kam
morgens um drei noch ein Stasi-Typ extra zu mir ins Patientenzimmer eigentlich, ins Behandlungszimmer und hat noch eine Befragung vorgenommen. So, hat mir mein T-Shirt auch abgenommen. Also wir haben es nicht geschafft, 7. Mai Wahlbetrug hinzustellen auf die Brunnen, auf den Brunnen. Wir sind bis 7. gekommen. Ja, einen Monat später ist dann der 7. Oktober. Honecker trifft Gorbatschow, Palast der Republik, große Demonstration bis rauf zur Gethsemane-Kirche. Einen Monat später, 7. Oktober. Also das hat sich ja fortgesetzt. Ja, und zu diesem Anlass, 7. Oktober, hat der Freundeskreis Wehrdienst Totalverweigerer in einer Ausreisewohnung, IMU hatten wir nicht Bescheid gesagt, diese Scheine gedruckt. Ja, also das sind 40 Quarkscheine. Wir sind nämlich erschrocken während des ganzen Prozesses. 7. Mai, okay, jeden Monat machen wir jetzt was. 7. Juni vor der Sophienkirche. 7. Juli bin ich gar nicht bis zum Alex gekommen. Haben sie mich aus Sehnefelder rausgeholt und durch zwei Abschnitte geschleust. Dann haben wir festgestellt, ach du Scheiße, es ist ja der 7. Oktober, das nächste Datum, wo wir in die Öffentlichkeit gehen wollen. Ja, also, und dann haben der Freundeskreis unterstützt, mit Hilfe von Leuten aus Polen, die uns ein bisschen Siebdruck beigebracht haben. Wirklich Polen für uns ganz wichtig damals, die Breslauer Freunde. Und diesen 40 Quarkschein, da haben wir uns an einem Geldschein der DDR orientiert. Die haben auf einen Geldschein eine schöne Chemiefabrik abgedruckt und auf der anderen Seite haben wir dann einen abgestorbenen Regenwald, nicht Regenwald, Erzgebirge, sauren Regen, so war das, heute ist das eine andere Situation, 40 Quark der Deutschen Desinfizierten Republik, hier stand noch drauf, für diesen Schein bekommt man nichts, für die anderen aber auch nicht. Vorne steht drauf, der Staatspunk der DDR, 40 Jahre Ruheordnung, Sicherheit. Und dann haben wir nicht Käthe Kollwitz, auch nicht Thomas Müntzer abgebildet, sondern Stalin. Und als Nummer haben wir 49 gewählt, Gründung der DDR, 53, 17. Juni, 61, Mauerbau. Und wir haben 89 draufgeschrieben. Ein bisschen, als ob wir in die Glaskugel geguckt hätten. Ja? Und ein bisschen sich selbst erfüllende Prophezeiung, muss man sagen. Und den Schein, das ist mein zweitletzter Geldschein im Original, den schenke ich Evi Zupke heute, weil sie hat gar keinen. Das geht jetzt hier gegen Schluss, merken Sie schon. Ich würde trotzdem gern noch mal jetzt das Wort an Frau Dr. Schröter geben. Diese vielen tollen Aktionen, diese Wirkung, diese Kontinuität dann ins Jahr 1989, diese Wahlen vom 7. Mai, können Sie es uns noch mal einordnen, welche Rolle die wirklich spielten? Weil ich weiß, dass jetzt bei den Rückblicken, die wieder so gemacht werden, die bisher auch meistens immer so ein bisschen unter den Tisch gefallen sind. Ne? Ja, also man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, weil Historiker benutzen immer für vieles das Wort Katalysator. Aber in dem Fall würde ich wirklich von einem Katalysator sprechen, weil es eben in mehrfacher Hinsicht mobilisiert hat. Wir haben das jetzt hier gehört, dass es eben innerhalb der Opposition einerseits mobilisiert hat, eben auch nochmal angespornt hat, auch dieser Wahlerfolg, dass es aber eben auch die Bevölkerung mitgenommen hat und dass es in vielfacher Hinsicht ein Prozess war, der einige Sachen beschleunigt hat. Also gerade was auch diese Proteste angeht, die ja auch als Vorläufer der Massendemonstrationen gesehen werden. Und nicht umsonst sagt man von Wahl zu Wahl, weil eben dieser Kommunalwahlfall so ein gewisser nochmal Mobilisierungspunkt ist, dann zieht sich das durch die Demonstrationen, eben die Forderung, die Wahlfälschung aufzudecken, freie Wahlen zu fordern. Am zentralen runden Tisch sind die Wahlen mit der AG Wahlen ein zentrales Thema und es findet auch einen vorläufigen Endpunkt mit den ersten freien Geheimwahlen. Genau. Üblicherweise sagt man dem Publikum am Schluss solcher Veranstaltungen, wenn Sie noch Fragen an unsere Referentin haben, dann sollten Sie die jetzt stellen. Wenn Ihnen wirklich was auf den Nägeln brennt oder wenn Sie noch eine vergessene Geschichte kurz erzählen möchten, dann gerne. Da sehe ich zwei und da ist auch ein Mikrofon.
Ja, also erst wurde gesagt, es gab gar keine Verhaftung am 7. Mai. In Leipzig gab es welche. Die Leipziger sind auch noch so weit gegangen, die haben dann teilweise auf dem Markt diese Wahlbenachrichtigung da zusammengetragen und in die Tonne gehauen, um zu zeigen, wir sind da gar nicht da, wir nehmen an diesem Unsinn nicht teil. Also, dass das nicht irgendwie falsch kommt. Allerdings war in Berlin tatsächlich so, man muss auch noch dazu sagen, Stephanus Stiftung gegenüber war ein FOPO-Revier, Volkspolizei. Ne, also eigentlich ja, hätten die da eigentlich bewusst rausgehen brauchen und das irgendwie absperren müssen, diesen Eingang zur Stephanus-Stiftung. Ich glaube, die sind da schon ein Stückchen zurückgewichen an der Stelle, weil auch bei, also ich habe noch ein Erlebnis, ich habe im St. Josef Krankenhaus damals gearbeitet in Weißensee, Psychiatrie, dann kamen die Schlepper da auch und wollten da die Kranken irgendwie an die Wahlurne, da haben wir rumdiskutiert, wo haben sie denn jetzt ihre Wahlurne mit und so. Ja, ich sage, so, dann nehmen wir das Zimmer hier daneben. Und da haben sich auch von den Kranken einige dann da reingetraut und haben gesagt, ja, dann gehen wir in das Nebenzimmer und machen da und nehmen den Zettel mit und so weiter. Ne? Das eine. Und dann sagte ich zu diesem Schlepper dann, ja, soll auch ordentlich ablaufen hier, bitte schön. Und dann sagte er von sich aus, na, ich lade Sie ein, kommen Sie doch heute Abend zur Wahlauszählung. Sag ich, nehme die beim Wort. Und ich hatte ja vorher mir schon ein anderes Wahllokal zuweisen lassen. Wir waren dann auch da hinterm Weißen See. Und zeigt aber, dass wahrscheinlich einige auch von diesen Wahlhelfern, die vielleicht in Blockparteien waren, eigentlich, die hat das auch angekotzt wahrscheinlich, haben vielleicht auch so ein Ehrgefühl gehabt, nein, wir fälschen doch eigentlich nicht. Wa? Die haben wahrscheinlich die ganzen Jahre gelobt, das stimmt so, ne? Ja gut, bei uns waren halt so und so viele Wahlstimmen. Man hat es ja nicht im einzelnen Wahllokal, das war ja nicht abgebildet im Neuen Deutschland. Das ist ganz wichtig, was du da sagst. Konnte nicht, man nicht die Wahlhelfer im Wahllokal ja? haben direkt gefälscht, die haben die Zahlen weitergegeben und auf dem Weg dann wurden sie gefälscht. Ne? Und ich denke mal, die Botschaft war dann vor allem auch, dass, also wir waren uns ja immer einig, dass irgendwie die SED weg muss und so weiter, aber das hat bis rein, bis glaube ich auch in die Kreise von Parteigenossen von SED hinein gewirkt, dass die dann auch aufgewacht sind. Und ein weiterer Punkt ist genau der, dass der Siebte, jeder Siebte, das war ein Zufall, Aufruf zur Wahldemo, ja, und der 7. Oktober war dann zufällig auch ein Siebter. Und deswegen waren da so viele Leute. Und dann gab es natürlich erstmal die Verhaftung wieder, 7. Oktober, aber es war eine Masse an Demonstrationen da. Und ich möchte schon, dass Sie eine kurze Frage stellen oder einen kurzen Beitrag halten. Ja, kurze Frage, also kein Statement, kurze Frage. Meine Frage ist, und zwar nach den Wahlgesetzen der DDR mussten doch die Stimmzettel aufgehoben werden. Theoretisch hätten Sie doch jetzt die Möglichkeit gehabt, nach einiger Zeit, ich denke mal ab November 89, wo dann relativ alles offener war, die Stimmzettel dann nochmal neu auszuzählen, wo man dann wirklich auf die richtige Anzahl in Weißensee zum Beispiel der Ja- und Nein-Stimmen kommen konnte. Das hätte man sicher machen können. Ich denke, die wurden noch aufgehoben. Das gab ja da auch Prozesse. Ne? Also die Bürgermeisterin Weißensee gerade wurde ja auch verurteilt, die Frau Pottzuweit und noch irgendwer, Berghofer unten in Dresden. Ne? Insgesamt 20 Leute wurden 20 verurteilt sogar. Wegen Wahlbetrug. Und das passiert natürlich auch auf Grundlage dieses Materials. Ne? Aber natürlich, dass es nicht passiert, dass man jetzt nochmal richtig... Denn das wäre jetzt die Möglichkeit gewesen, ja, dass man knallhart sagt, wie viel Ja-Stimmen, wie viel Nein-Stimmen und das natürlich auch in anderen Städten, nicht nur in Berlin. Und es ist jetzt zu spät, aber leider... Die haben es auch nicht so, ernst genommen mit der, Nein, mit der ja Aufbewahrung. Total recht, aber es wurde von Gerichten dann der Wahlbetrug festgestellt. In 20 Fällen wurden Leute zu Gefängnisstrafen mit Bewährung verurteilt in der Regel. Berghofer, der berühmte Berghofer zum Beispiel. Nehmen Sie das Mikro. Frage zu den Sonderwahllokalen. 89, ich weiß nicht, wie hoch der Anteil der Stimmenanteil war, 89, oder wie hat sich überhaupt der Stimmenanteil in den Sonderwahllokalen entwickelt bis 89 hin? Kann man dazu eine Aussage geben? Kann ich jetzt leider wirklich nicht. Also es waren große zurück, dann frage ich dann zumindest. Also man spricht von circa 4 Millionen Stimmen, die in den Sonderwahllokalen abgegeben wurden. Also es waren ziemlich viele, weil das eben, es hatte ja auch eine Briefwahlfunktion, auch wenn es noch für andere Sachen gebraucht wurde, aber es ist schon ein relativ großer Anteil. Ach so. Es hat sich zu, also nicht extrem, ich glaube, ich glaube 89 waren es 28% und vorher waren es so
17, aber vorsichtig. Ja, also mir geht die ganze Zeit die Frage durch den Kopf, wie haben Bürgerrechtler und solche Aktivisten wie Sie zum Beispiel es empfunden, dass ein Jahr später, also bei der ersten und letzten freien Wahl am 18.03.90, dass die Bürgerrechtler, die also auch bestimmte Gruppierungen bei der Wahl unterstützt haben, dass die so wenig, also die eigentlich auch eine DDR reformieren wollten und nicht gleich die Wiedervereinigung wollten, dass die so wenig Stimmen bekommen haben, dass also die Stimmung in der Bevölkerung eigentlich ziemlich gegen das war, was viele Bürgerrechtler empfunden haben. Das würde mich mal interessieren. Was ging da in den Köpfen los, wie als Vorkämpfer für diesen Sturz quasi und dann so ein Wahlergebnis? Beantworten die beiden. Ich war ja in der ersten Freien Wahlkommission, also zu den ersten und letzten Freien Wahlen, ne, der auch in der Zentralen Wahlkommission und war da auch bei dieser Wahlparty, war dann so im Palast der Republik und bin dann auch ins Haus der Demokratie gegangen danach, weil ich dort zu dem Zeitpunkt gearbeitet habe bei der Initiative Frieden und Menschenrechte. Und da war die Stimmung ganz schlecht und wir waren schon alle ziemlich traurig und niedergeschlagen. Also weil wir damit auch nicht gerechnet hatten. Ich war auch bei dieser Party, Efi, fällt mir gerade ein, wo du sie erwähnt hast. Echt? Und die Stimmung war, da sind wir wieder 5% unter uns als Stimmungsgefühl Nummer 1. Und das zweite Stimmungsgefühl war, dann ist es so, das ist eine demokratische Wahl. Und die Leute haben sich für den Besten entschieden. Und ich habe da gedacht, okay, das ist immer noch besser, als den Osten zu behalten. Ja, also so. Ja, genau. So, das war das Gefühl. 5%, wir sind wieder unter uns. Die Leute, die Mehrheit, Wahl ist mehrheitsentscheidend. Also, und die haben sich für die Bundesrepublik Deutschland entschieden, mit den Vorteilen und mit den Nachteilen. Es ging jetzt ja bei der Nachfrage nur um das Gefühl der Bürgerrechtler, die sich so bemüht haben, hier die Wahlen in der DDR zu kontrollieren und die Wahlfälschung nachgewiesen haben. Ich meine, eine Schlussfrage ist natürlich auch, was Sie so denken, auch an das Publikum im Grunde genommen, aber auch an die drei Herrschaften hier. Es gab dann freie Wahlen nach Anfang 1990. Und auch in den 90er Jahren bis heute. Und die Wahlbeteiligung ist ja manchmal erschreckend niedrig gewesen. Da würde mich eigentlich interessieren, was Sie davon halten und wie Sie das auch in diesem Jahr sehen. Wir haben drei Wahlen in diesem Jahr. Wir haben die Europawahl. Und die Wahlbeteiligung sieht im Moment nicht so aus, als ob die 99,85% sein wird. Darf ich kurz was dazu sagen? Gerne. Ja, ganz kurz. Bin Befürworter der Wahl, auch wenn sie unter niedrigen Wahlbeteiligung stattfinden. Ich freue mich, dass hier ein türkischer Journalist da ist, der gerade an seinem Handy rumfummelt, Yalcin Baykul. plötzlich werde ich mir bewusst, wie wichtig so eine Institution Wahl ist. Ich sehe die ganzen konservativen, autoritären Menschen wie Pilze aus dem Boden schießen. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber die Länder, die großen Länder, die fallen ihnen sicherlich selbst ein. Und ich denke, Mensch, geht wählen und wählt nicht die Extreme. Wählt nicht, also für mich ist die Linke unwählbar nach wie vor. Hinter der zweiten Reihe sitzen noch die alte Garde. Und für mich ist die andere Extreme auch unwählbar. Aber wir müssen wählen gehen, weil wir uns sonst das Heft aus der Hand nehmen lassen. Ja, wir müssen wählen gehen. Ich sehe Freiräume schwinden. Ich sehe Freiräume hier in Berlin ganz konkret schwinden. Ich sehe, wie Stichwort Ghettoisierung, Menschen sich hier den Wohnraum in dieser Stadt nicht mehr leisten können. Ich sehe ganz viele Probleme. Ich bin Sozialarbeiter. Ja, ich kann die Probleme sehen und auch verstehen. Ja,
Aber es gibt ganz viel zu tun. Wir werden uns bewusst, wenn wir an die AfD denken, wenn wir an die NPD denken, wenn wir an die Menschen in Ungarn, an die Türkei denken, wenn wir an die anderen Länder denken, wie wichtig die Institution Wahl ist. Ja, was soll ich da noch sagen? Also, dass Wahlen ein hart erkämpftes Recht manchmal sind, freie Wahlen, wussten wir auch schon vor heute Abend. Und natürlich sollte man das Recht zu wählen in Anspruch nehmen. Ich finde es aber auch gut, und ich bin viel in Schulen als Zeitzeugin, und darüber spreche ich dann auch, und dann sage ich natürlich, das ist ein hohes Gut, und diese überhaupt wählen, freie Wahlen haben zu können. Auf der anderen Seite natürlich sehe ich auch, dass man heute auch nicht wählen gehen muss, das kann man ja auch verschieden sehen, und dass man auch dafür keine Repressionen bekommt. Das ist jetzt etwas, was ich auch noch sagen möchte. Ne? Früher war das eben anders. Dann muss ich aber nochmal den letzten Satz vorlesen bei dieser Veranstaltung. Aus der O-Ton vor 30 Jahren. Wahlen sind ein wesentlicher Ausdruck des Demokratieverständnisses einer Gesellschaft und schon eine Möglichkeit, auch seine Stimme zu geben, mitzuwirken und nicht einfach zu sagen, spielt keine Rolle, ist egal, wird sowieso gemacht, was die da wollen, die Parteien, die zur Wahl stellen, sind eben Alternativen. Es ist keine Liste der Nationalen Front mehr und man kann geheim in seiner Kabine wählen gehen und weiß nicht, also sprechen Sie mit Ihren Nachbarn, mit Ihren Freunden, mit Ihren Kindern und Enkeln darüber, dass Wählen ein Geschenk ist, das mühsam auch erkämpft worden ist, hier in dieser Gegend, sage ich mal so, mühsam erkämpft worden ist, hier in Weißensee und überall woanders auch. Und dass es keine Selbstverständlichkeit ist in der Welt. Ja, wir haben in der Welt Länder mit Wahlen, die ganz anders aussehen und die genauso kämpfen müssen und noch viel härter und radikaler vielleicht und mit mehr Opfern, als es hier geschehen ist vor 30 Jahren. In diesem Sinne, vielen Dank an euch drei. Vielen Dank, dass Sie aufmerksam zugehört haben und ich hoffe, Sie haben etwas, so wie ich, dazugelernt und auch nochmal Nachhilfe bekommen in dem konkreten zeithistorischen Geschehen, das allzu schnell manchmal auch vergessen wieder ist. Ja, das war's und ich möchte Sie zum Schluss noch darauf aufmerksam machen, wir sind ja in einer Veranstaltungsreihe. Die nächste Veranstaltung findet in dieser Reihe Macht, Menschenrechte, Mauerfall am 4. Juni statt. Und hier ist der Zettel, so, auf den kleinen Tisch. Klagetrommeln für China heißt sie. Reaktionen in der DDR auf das Tiananmen-Massaker. Welche Auswirkungen hatte das Massaker in Peking auf die weitere Entwicklung der Bürgerrechtsbewegung und deren Aktion? Wie realistisch war damals eine chinesische Lösung in der DDR? Sind Sie herzlich zu eingeladen am 4. Juni ebenfalls hier. Vielen Dank. Applaus